Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute sind die Titanschlagblau von Funke dran. Wir haben hier Bengalböller mit blauer Flamme. 20 Stück sind in der Packung enthalten. Wir haben auch eine NEM von 60 Gramm. Und Bezeichnung ist halt Titanschlagblau, Artikelnummer TBD3B. Ja, zum Preis 5 Euro, 4,95 glaube ich. Ab und zu mal auch im Angebot für knapp 4 Euro. Wie gesagt, sind halt Böllerchens, sag ich jetzt mal, mit blauen Vorbrenner. Wir schauen uns mal verarbeitungstechnisch an. Ja, Verarbeitung so an sich ganz gut. Sieht man natürlich auch wieder die rote Pest. Aber ich meine, es kommt ja immerhin auf den Knall an. Ansonsten, die Lunden sehen nicht allzu toll aus. Hier ist auch ein bisschen... Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Effekt schon ist, also die blaue Masse, werden wir sehen. Ja, wie gesagt, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. So Freunde, wir machen weiter hier mit den Titanschlagblau von Funke, Kategorie F2 natürlich, diesmal keine P1. So, schauen wir uns das mal an. Also ein paar Titanfunken habt ihr da. Schöner blauer Vorbrenner. Dann hast du nicht das gleiche Auto? Ach schön. Titan bleibt schlau, wir machen mal weiter. Ja, also ich finde sie gut, man kann sie kaufen. Daumen nach oben und der Schlussknöchel ist. Tja, achso, und was ich noch sagen wollte, die Titanfunken, die sieht man jetzt nicht so im Hellen, aber im Dunkeln sieht man sie. Also sie haben ganz kleine vereinzelte Titanfunken, also von daher da auch schon mal eine Kaufempfehlung. Also Leute, Freunde, macht's gut.